Einen wunderschönen Abend euch und Ihnen allen. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, den wir miteinander feiern, heute am Abend des Gründonnerstag. An Gründonnerstag geht die Passionszeit in ihre Zielgeraden und wir feiern diesen Gottesdienst hier miteinander. Ich begrüße Sie alle, die Sie hierher gekommen sind nach Erzingen, die Erzinger Kirche. Herzlich willkommen. Aber auch alle, die jetzt mit uns verbunden sind an den Geräten, ob es ein Handy oder der Fernseher oder irgendwas dazwischen ist, allen aus unseren Orten, unserer Gesamtkirchengemeinde, allen alt und jung, groß und klein aus unseren Orten in Endingen, in Erzingen, Schömberg und in Täbingen aus unseren Kirchengemeinden. Herzlich willkommen und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und ich möchte euch und Ihnen gerne ein Wort zurufen heute für den Gründonnerstagabend. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Lasst uns Gott loben mit einem alttestamentlichen Lied, nämlich dem Lied vom Gottesknecht aus Jesaja 53. Es steht auch im Gesangbuch, Randnummer 759, und wir sprechen es ganz miteinander. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Amen. Herr Jesus Christus, wir treten unter dein Kreuz und denken heute Abend an dein Leiden und dein Sterben. Herr, lass uns deine Liebe erkennen, die sich für uns hingegeben hat. Deine Barmherzigkeit, die unsere Schuld auf sich genommen hat. Deine Vergebung, durch die uns das neue Leben geschenkt ist. Alle Angst der Welt hast du ausgestanden und getragen und überwunden. Durch deinen Tod hast du uns den Himmel aufgetan. Keine Schuld ist nunmehr so groß, dass sie uns von dir trennen könnte. Dafür preisen wir dich, danken dir von Herzen und rühmen deinen Namen. Und wir bitten dich, dass du uns hörst, wenn wir dir jetzt in der Stille sagen, was uns persönlich bewegt. Fürwahr, Herr, du hast alles getragen, was uns Schmerzen bereitet, damit wir Frieden haben. Ja, durch dich sind wir geheilt. Hab Dank dafür und hab Dank, dass du unser Gebet hörst. Amen. Thank you.
Dort am Kreuz, ich mag das Lied einfach, das ist der Hammer. Und das passt so wunderbar jetzt hier auch in den Gründonnerstagabend nachzudenken, was da geschehen ist. Das Fest kann beginnen, alles war vorbereitet, die Zwölfe waren gerichtet, der Saal festlich geschmückt, das Lamm vorbereitet, Essen und Trinken standen bereit, man hatte ganze Arbeit geleistet. Wären da nicht diese irritierenden Worte von Jesus gewesen, in denen er immer wieder von seinem bevorstehenden Tod gesprochen hat? Und dann passierte, was ihnen auf den Magen schlug. Ich lese aus Markus 14 diese Szene von diesem Abend. Und am Abend kam er mit den Zwölfen, und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und sie wurden traurig und fragten ihn einer nach dem anderen: Bin ich's? Er aber sprach zu ihnen: Einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht,
Weh aber dem Menschen, durch den dieser Mensch, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen: Das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Amen. Soweit der kleine Abschnitt aus Markus 14. Einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da stockt natürlich das Gespräch. Da ist die Stimmung im Keller. Die Festfreude ist wie weggeblasen. Traurigkeit und Enttäuschung herrscht. Das Interessante bei Enttäuschung, ich weiß nicht, wer es gelesen hat, manchmal bekommt man ja mal so einen Hinweis in einem Gespräch, ganz interessant. Das Interessante bei Enttäuschungen ist doch, man kommt durch die Enttäuschung der Wahrheit ein Stückchen näher, weil eine Täuschung aufgehoben wird. Man wird einer Täuschung beraubt und man sieht die Dinge in einem realistischeren Licht. Man kommt über eine Enttäuschung der Wahrheit ein Stück näher. Das sollten wir vielleicht bedenken, wenn wir enttäuscht werden. Das heißt dann auch nichts anderes, als die Wahrheit ein wenig ungeschminkter zu sehen, mit weniger Täuschung unterwegs zu sein. Man wird wieder ein Stück weit geerdet durch eine Enttäuschung und ein bisschen mehr Klarheit zieht ein, auch wenn es vielleicht wehtut, sich dem zu stellen, oder wenn vielleicht auch ein bisschen Mühe damit verbunden ist. Genauso passierte es bei den Freunden von Jesus, bei seinen Schülern, seinen Jüngern. Jesus lässt die Täuschung einer scheinbar ungebrochenen Gemeinschaft nicht zu an dieser Stelle. Er enttarnt die Falschheit, die mitten unter ihnen weilt in der Person des Verräters. Und lasst uns miteinander drei kurze Gedanken andenken. Erstens, zu Jesus dürfen wir kommen, wie wir sind. Zweitens, bei Jesus klären sich die Beziehungen. Und drittens, mit Jesus gehen wir verändert weiter. Erstens, zu Jesus dürfen wir kommen, wie wir sind. Sie kommen zu 12, die Jünger. Ja, selbst der Judas ist dabei und Petrus ist dabei, der auch zum Verräter wird, wenngleich in anderer Dimension. Aber ebenso ein Verrat an Jesus, was er begeht. Und ein Thomas ist dabei, der nicht gerade für seinen überströmenden Glauben bekannt ist. Die Donnersöhne Jakobus und Johannes sind dabei, die ihre Zornausbrüche nicht im Griff haben. Diese ganz bunte Mischung aus Individualisten und Egoisten, Angepassten und Mitläufern, Charakterköpfen und Querdenkern, und Querköpfen, heute muss man ja vorsichtig sein mit solchen Begriffen, gell? Wie wunderbar würden die heute hierher passen, die wir so verschieden sind aus den verschiedenen Orten und Gemeinden und Charakteren. Wie unterschiedlich sind wir doch. Ich hege Sympathien für diese Schar, das muss ich offen gestehen, deren Charakter durch die biblischen Geschichten so eindrücklich geschildert werden, so bunt und so vielseitig. Und sie gehen mit Jesus, haben Teil an der Gemeinschaft, dürfen mit Jesus das Passahlamm essen. Jesus wäscht ihnen die Füße, allen. Und Jesus hat Gemeinschaft mit ihnen, allen. Und er speist und feiert mit ihnen, allen. Großartig. Genauso doch wir auch. So und genauso dürfen wir kommen, dürfen mit an den Tisch treten, dürfen mitfeiern und Gemeinschaft erleben. Dann aber geschieht auch das Zweite. Zweitens, bei Jesus klären sich die Beziehungen. Da sitzen sie nun, diese Jünger, dieser bunte Haufen, beieinander in Eintracht oder eben auch nicht in Eintracht. Denn da wollte einer besser sein als der andere. Kurz vorher ist von einem Rangstreit die Rede. Und das Wort von Jesus scheint wie ein Scheinwerfer in die Gruppe der Jünger hinein. Es wird sichtbar, was man vorher wortreich unter irgendwelchen Pflästerchen versucht hat zu verstecken und was man sich bemüht hat, unter der Decke zu halten. Das kennen wir doch vielleicht auch alle, so Situationen, so wo man miteinander spricht und man merkt, irgendwas ist unter der Decke.
irgendwas brodelt da. Irgendwas Unausgesprochenes ist hier im Raum. Jesus lässt das so nicht zu. Manchmal brechen Konflikte auf und wenn jemand die Chance ergreift, kann es zu einer Klärung kommen. Manchmal kommt es aber auch zu Verletzungen, wenn Wunden offengelegt werden oder sogar neue Wunden geschlagen werden. Das Wort Jesu klärt und rückt ins rechte Licht. Es hat geradezu eine heilende, eine therapeutische Qualität. Es ist Fußes Leuchte und Licht, ein erhellendes Licht auf unseren Wegen. Der Verräter bekommt genau gesagt, welche Folgen sein Tun hat. Er wird nicht im Unklaren gelassen. Sein Handeln hat Konsequenzen. War es vielleicht die letzte Chance zu einer Umkehr? Ein wenig geheimnisvoll bleibt trotz allem dieser Verrat des Judas, aber wir wollen das nicht vertiefen. Und dennoch klären sich die Beziehungen. Der Verräter bekommt den Spiegel seines Tuns vor sein Gesicht gehalten. Die Jünger hinterfragen sich. Alle stellen sich die Frage, bin ich's? So, als ob jeder sich im Grunde ein Stück weit dafür als fähig einschätzen würde. Keiner scheint dies wirklich ausschließen zu wollen. Bei Jesus klären sich die Beziehungen. Das gilt auch, wenn wir uns zum Mahl versammeln. Da brechen vielleicht auch Wunden auf. Was, wenn der zum Mahl geht, dann gehe ich nicht. Mit dem Heiden da trete ich nicht gemeinsam zu diesem Tisch des Herrn. Ja, wenn uns solche Gedanken nicht unbekannt sind, dann sind wir noch in der Schule Jesu. Gott sei Dank sind wir dann noch in seiner Schule. Und wir haben nötig, dass der Herr an uns handelt. Erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Einschub. Wir haben in den ersten zwei Punkten gesprochen von der Einladung Jesu und dass sich bei Jesus Beziehungen klären. Ich glaube, dass das ganz besonders jetzt in der Zeit der Pandemie und mit allem, was uns auferlegt ist an Schwierigkeiten und Einschränkungen, so ein bisschen ist wie ein Brennglas. Dinge werden schärfer sichtbar. Bestimmte Dinge treten in dieser Situation, die für uns jetzt schon ein Jahr lang andauert, verschärft hervor. Zum Beispiel, dass Kirche ohne Gemeinschaft undenkbar ist. Am Anfang dieser komischen Zeit stand ja unser Wunsch, dass das Evangelium weiter verkündigt wird. Wir haben dazu Online-Angebote geschaffen, neben Websites Gottesdienste ins Netz gestellt und so weiter. Und trotzdem und trotz aller schönen Erlebnisse und auch dem, was wir dort erlebt haben, auch an Schönem, mussten wir sehen, dass ein entscheidender Faktor für Gemeinde Gemeinschaft ist. Und wie sehr wir Gemeinschaft schmerzlich vermisst haben und sie bis heute vermissen. Ich erinnere mich noch an den Heiligabendgottesdienst mit 8 Gästen in dieser Kirche. Wow, komisch. Wir vermissen Gemeinschaft und wir wissen, dass auch bis heute manche nicht kommen aus diesem Grund, aus Respekt vor der Situation, was verständlich ist, nehmen auch teil an den Gottesdiensten und ich grüße jetzt diese Fraktion ganz besonders herzlich. Wir haben mit euch, die ihr im Moment oder zeitversetzt diesen Gottesdienst mit anschaut, mit uns feiert, nicht physische Gemeinschaft oder zumindest fühlt sich das nicht so an, das Dialogische, die Kommunikation, das einander begegnen, kommt irgendwie zu kurz, auch wenn wir versuchen, etwas in den Chat hineinzuschreiben, wäre ja auch eine gute Idee, gell? Wir können uns ja mal, wer die Möglichkeit dazu hat, im Chat auch grüßen, ist auch eine schöne Möglichkeit. Manche trauen sich nicht. Na, geben Sie sich einen Ruck. Auch das Abendmahl, nach dem wir uns sehnen, fühlt sich so anders an und ist auch anders. Und wenn wir uns in dieser außergewöhnlichen Situation mühen, indem wir zum Beispiel daheim alles vorbereitet haben, so spüren wir deutlich dieses Defizit an Gemeinschaft. Aber Gott kann es herstellen durch seinen guten Heiligen Geist. Gott kann uns über die Grenzen von Gemeinden hinweg, über die Grenzen von Ländern und Ozeanen, über die Grenzen von Denominationen und Konfessionen hinweg, auch über die Grenzen der Technik hinweg,
miteinander verbinden zu einer Gemeinde durch seinen Geist. Und er tut es auch. Aber der erlebte Mangel bringt uns auch ins Gebet, dass doch der Herr unserem Mangel abhelfen möge und dass er uns bald wieder zusammenbringen möge, um Gottesdienste zu feiern, um Gemeinschaft zu erleben mit ihm und untereinander. Denn dass wir nach einem Gottesdienst beispielsweise noch zusammenstehen und miteinander reden, das ist nicht Beiwerk, es gehört dazu. Bei Jesus klären sich die Beziehungen, habe ich gesagt, untereinander, aber auch die Beziehung zu ihm, zu Jesus Christus, zu Gott selbst. Und mit den geklärten Beziehungen geht es dann in einem dritten kurzen Gedanken weiter. Mit Jesus gehen wir verändert weiter. Peter Strauch dichtete: Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Das ist die dritte der Bewegungen. Die erste Bewegung ist zu Jesus hin. Das zweite, bei Jesus entsteht Klärung. Und das dritte, mit Jesus verändert weiter. Gemeinsam vor dem Tisch des Herrn zu stehen, arm oder reich, moralisch hochstehend oder weniger, mit Ecken und Kanten und Macken und eben genauso, wie wir sind. Das ist nur möglich, weil uns dort einer empfängt. Und in dieser Zeit, wo wir eben nicht wirklich zu dem Tisch des Herrn jetzt physisch gehen können, brauchen wir diese Fantasie noch einmal mehr. Die Spannung zwischen Dirk und Dieter, zwischen Sonja und Suse, zwischen den Nachbarn im Streit, die gemeinsam in Richtung Abendmahlstisch gehen, wenn auch vielleicht nur im Geiste. Diese Spannung, die ist nicht einfach weg, sondern die ist immer noch da. Aber dass den einen genau wie den anderen dort am Tisch da vorne jemand mit Liebe empfängt, macht alles anders. Das macht es aus, dass wir alle, beide, diese und jene mit nach vorne gehen können. Jesus selbst ist Pfand und Lösegeld. Jesus selbst klärt die Beziehungen und macht sie wieder heil. Was für ein Riesengeschenk. Ich wünsche mir, dass wir lernen, fehlertolerant zu sein und die Liebe regieren zu lassen in unseren Herzen. Wie mal einer sagte, wo die Liebe dünn wird, werden die Fehler dick. Ein Christ ist ein Mensch, der von der Vergebung Gottes lebt. Ich wünsche mir, dass wir hier in unseren Orten merken, dass wir als Christen unterwegs sind und nicht als Haarspalter oder als Erbsenzähler oder Wächter über Nachbarsgarten oder Garage oder Familie. Befreit durch den Geist bewirkt das doch auch ein Aufatmen in unserem Umfeld. Zu Jesus dürfen wir kommen, wie wir sind. Bei Jesus klären sich die Beziehungen und mit ihm gehen wir verändert weiter. Ich wünsche es uns von Herzen, dass diese Veränderung durch die Liebe Gottes spürbar und erfahrbar wird. Dass die Fehler der anderen, ihre Macken und ihr Versagen nie so groß werden, dass sie größer werden als die Barmherzigkeit Gottes, von der auch wir leben. Und gerade an einem grünen Donnerstagabend, wo das, was er uns geschenkt hat, noch einmal im Mittelpunkt steht, wird uns deutlich, wie viel hat uns der Herr geschenkt. Wir haben einen Gott voller Liebe und Erbarmen. Was für ein Gott!
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Herr. Das Abendmahl soll jetzt im Mittelpunkt stehen an diesem Abend, an diesem grünen Donnerstagabend. Du kannst und Sie können an diesem Abend in der Passionszeit gleichzeitig mit anderen Abendmahl feiern und wir können uns auf diese Weise mit anderen verbunden wissen. Wir sind sicher, Jesus findet einen Weg, uns zu verbinden, uns Gemeinschaft zu schenken, im Glauben und uns nahe zu sein, in Brot und Wein oder Saft, in Wort und Geist und Liebe. Wir haben Brot und Traubensaft hier in der Kirche. Wir werden dies während eines Liedes austeilen, sodass wir dann nachher alle miteinander gleichzeitig das Mahl halten können. Also noch nicht gleich nehmen. Hier bei uns in der Kirche sieht das so aus. Und wie es bei Ihnen daheim aussieht, wissen Sie. Vielleicht haben Sie daheim den Tisch schön gedeckt und alles vorbereitet. Wenn wir jetzt hier versammelt sind, so wie es Jesus war mit seinen Jüngern, dann kommen wir zusammen unter der Verheißung des Herrn. Über allem gilt das Wort, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, spricht der Herr, bin ich mitten unter ihnen. Deswegen feiern wir jetzt im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mittendrin im Leiden, mittendrin in der Passion wird es noch einmal ganz ruhig, als Jesus mit seinen Jüngern Abendmahl hält.
Und eine normale Mahlzeit, wie sie die Jünger kannten und wie sie sie oft miteinander erlebt haben, bekommt durch die Worte Jesu eine ganz neue Bedeutung. Wird durch die Worte Jesu durchscheinen für die Ewigkeit und wird bis heute gefeiert. Mitten im Leiden der Welt wird es plötzlich ganz still. In einer auferlegten Beschränkung, in der Bedrohung von außen durch Krankheit und Not, haben wir Teil an Christi Leiden und Teil an seiner Hoffnung. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und du bist schon da, so wie es dein Wort mir zuspricht. Ich vertraue auf dich. Durch dich bin ich jetzt mit anderen verbunden, die dich genauso suchen wie ich jetzt. Heute erinnern wir uns an dein letztes Mahl, deine letzte Mahlzeit mit deinen Freunden, deinen Jüngern. Jesus Christus, ich bin jetzt hier. Und du bist hier. Das genügt. Und wenn du, lieber Herr Jesus Christus, uns so nahe kommst, dann wird uns bewusst, was wir an Last mit uns tragen, was uns drückt und bedrückt. Die Last unserer Sorgen, die Last unserer Schuld. Manchmal sind wir versucht, uns selbst zu rechtfertigen. Und dabei wird uns klar, vielleicht lässt uns dieses Drehen um uns selbst vor uns selbst besser darstellen, aber nicht vor dir. Du allein vergibst Schuld. Rechtfertigung kommt nur von dir. Du machst unserem Herausreden ein Ende. Wir gestehen dir unsere Selbstsucht ein, unser Versagen, unseren Mangel an Liebe und Geduld. Und mit unserer Schuld und Last und Sorge kommen wir jetzt zu dir. In der Stille können wir dir sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Herr, vergib uns unsere Schuld. Wenn ihr diese Bitte mit mir teilt, dann stimmt mit ein in den Ruf, Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Euch geschehe, wie ihr gebeten habt. Der barmherzige Gott hat sich schon lange über euch erbarmt in Christus und vergibt euch alle eure Schuld. Was gewesen ist, soll euch nicht mehr belasten. Was kommt, soll euch nicht schrecken. Gottes Güte ist eures Lebens Freude und Kraft. Amen. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erfülle uns mit deinem guten, heiligen Geist. Segne die Gaben, damit sie uns zum Leben und zum Heil dienen. Segne unsere Gemeinschaft und lass deine Liebe unter uns spürbar werden. Auch wenn viele unter uns schmerzlich die physische Gemeinschaft vermissen, so wissen wir uns im Glauben verbunden als ein Leib, eine Kirche. Amen. Während des Liedes, das jetzt folgt, wird die Austeilung hier in der Kirche geschehen. Sie haben auch noch Zeit, daheim die Dinge vorzubereiten, damit wir nach den Einsetzungsworten dann das Abendmahl gemeinsam nehmen und empfangen, zusammen an den Geräten mit denen, die mit uns verbunden sind. Ganz am Schluss lassen wir hier in der Kirche einfach alles stehen. Das ist für uns das Einfachste, also nichts stapeln oder zusammenstellen, sondern einfach stehen lassen. Danke. Vergeht.
Wir sind verbunden durch Gottes Wort und Gottes Geist. Vereint im Hören auf Gottes Wort soll unsere erste, aber vielleicht nicht unsere einzige Antwort, unser Bekenntnis sein, was und an wen wir miteinander glauben und wem wir vertrauen. Eins in dem einen Herrn, eins im Glauben, eins mit ihm durch die Taufe, vereint durch seinen guten Heiligen Geist zu einem Leib. Lasst uns das Bekenntnis unseres Glaubens gemeinsam sprechen in der Verbundenheit mit der weltweiten Christenheit. Wir sprechen das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Amen. Wir wollen miteinander Abendmahl feiern. Wir können das auf eine zweifache Weise tun. Einmal können wir an der Mahlfeier teilnehmen, wie es auch in einer Kirche oder in einem Gemeindehaus ist, wenn wir in einer Bankreihe sitzen und betend mitfeiern und die Nähe Christi erleben. Wir können es aber auch tun, indem wir daheim Brot und Wein oder Saft miteinander teilen. Die Liturgie der Feier des Hausabendmahls finden Sie in den Anmerkungen unter diesem Video. Beides sind schöne Möglichkeiten, um Gemeinschaft mit Christus und untereinander zu erleben, wenn wir auch jetzt nicht körperlich beieinander sein können und dies schmerzlich vermissen. Und dennoch, unser Herr ist gegenwärtig. Ihn beten wir an, ihn loben wir. In der Nacht, als Jesus verraten wurde und mit seinen Jüngern zu Tische saß, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es gab es seinen Jüngern und sprach, nehmet hin und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Gemeinsam essen wir das Brot und sprechen miteinander beim Essen, ich spreche es einmal vor, das Brot des Lebens, Christus, für dich und für mich. Ebenso nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus. Das ist mein Blut des neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Gemeinsam trinken wir vom Gewächs des Weinstocks Wein oder Saft und sprechen miteinander beim Trinken, wieder spreche ich vor, der Kelch des Heils, Christus, für dich und für mich. Der Kelch des Heils, Christus, für dich und für mich. Wir wollen gemeinsam Gott für seine Gaben danken und tun das mit Worten aus Psalm 103. Wir beten, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Jesus Christus, wir danken dir für die Zeichen deiner Liebe in Brot und Wein. Was wir oft nur schwer verstehen können, durften wir schmecken. Wir bitten dich, stärke uns durch deine Gaben. Lass uns nicht vergessen, was wir glauben und worauf wir vertrauen. Das ist wirklich wahr und wahrhaftig. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das uns gerade in dieser außergewöhnlichen Zeit Trost und Zuversicht schenkt. Wir bitten dich für die Orte unserer Gesamtkirchengemeinde und für unser Land. Du siehst die Not, auch die verborgene. Hab Erbarmen. Du siehst, wer wirtschaftlich unter Druck ist. Du kennst die Politiker, die viele tausend Ratschläge bekommen
und dann doch alleine verantwortlich sein sollen. Du siehst uns, wie wir in unserem Alltag manchmal mutig und manchmal ängstlich dem Virus trotzen und versuchen, etwas Normalität zu leben. Erbarme dich über die Welt, die nicht nur wegen Corona leidet. Du kennst das Leid in den vielen Flüchtlingscamps hier im Süden Europas, in der Türkei, im Jemen, in Myanmar. Du weißt um die Not in den von Bürgerkriegen gezeichneten Ländern Afrikas. Wir bitten dich um dein Eingreifen und öffne uns gleichzeitig die Augen, wie wir helfen können. Wir bitten dich, dass überall da, wo dein Wort verkündet wird und wo sich Glieder unserer Gemeinde treffen, Glaube und Liebe unter uns wachsen. Halte uns zusammen, wenn wir über die Grenzen von Raum und Zeit hinweg Gottesdienst feiern. Baue du selbst dir deine Gemeinde, die dich, den Lebendigen, lobt und preist. Und gemeinsam stimmen wir ein in die Worte, die Jesus uns anvertraute. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ooh.
Am Schluss möchte ich ganz herzlich Danke sagen. Danke für die Musik, für die inspirierende Band und die Lieder, die ihr mit uns gesungen oder die ihr für uns gesungen habt, so muss ich sagen. Wir danken herzlich für das Opfer vom letzten Eins-Gottesdienst in Höhe von 284,80 Euro für die Erweiterung unseres Gemeindezentrums in Schönberg, was Sie heute am Ausgang einlegen oder über unseren Spendenlink. Das ist bestimmt für das Kinderwerk Lima. Diese Hilfsorganisation bietet Kindern in Peru, Paraguay und Burundi Bildung, Schulspeisung und Glaubenserfahrungen. Wenn Sie mehr über diese wertvolle Arbeit des Kinderwerks erfahren möchten, finden Sie unter www.kinderwerk-lima.de viele Informationen. Probieren Sie es ruhig mal aus mit dem Link, ist ganz einfach. Seit heute können Sie rund um das Schönberger Gemeindezentrum einen Ostergarten bestaunen. Um auch in diesen dunklen Zeiten etwas Farbe in die Welt zu bringen, haben fleißige HelferInnen und auch die Kinderkirche den Ostergarten gestaltet. Sie können noch bis zum 11. April 7 Passions- und Osterstationen bestaunen, die den Leidensweg Jesu vom Einzug in Jerusalem bis zum leeren Grab auf diese Weise neu erzählen. Und jetzt kommt noch der Hinweis auf die Gottesdienste der nächsten Zeit. Ohne Gewehr, ich weiß nicht, ob ich alle habe, aber morgen feiern wir auf jeden Fall am Karfreitag. Gottesdienste beginnen 8.50 Uhr in Täbingen, 10 Uhr Endingen, 10.15 Uhr Gottesdienst hier. Die Gottesdienste in Endingen und in Erzingen werden auch ins Netz gestreamt. Am Ostersonntag, 4. April, feiern wir die Auferstehung unseres Herrn. Ja, und wo? Erstmal mit zwei Angeboten Outdoor, also draußen. Ich glaube um 5.45 Uhr in Endingen, wenn ich es richtig weiß, und um 6 Uhr in Schönberg am Gemeindezentrum am Osterfeuer eine Andacht. Und dann geht es weiter mit den Gottesdiensten. Wenn ich es richtig habe, hier ist es 8.50 Uhr in Täbingen, 10 Uhr in Endingen und 10.15 Uhr hier in Erzingen. Und am Ostermontag dann um 10.15 Uhr hier in Erzingen und um 10 Uhr in Endingen. Ich hoffe, ich habe das alles richtig. Überprüfen Sie es nochmal auf der Homepage, ob es auch so stimmt. Ja, das wären die Infos gewesen, in der Hoffnung, dass ich nichts falsch gesagt und das meiste gesagt habe. Wir sind am Ende unseres Gottesdienstes. Ich freue mich auf das Schlusslied. Und vor dem Schlusslied möchte ich gerne den Segen uns zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Gib ihm dein Herz, lass dich
Jesus.